Fragen wir unsere Tauchbegleiterin. Ich denke, dass der Fischbestand massiv abgenommen hat, vor allem hier auf Ratscha. Ich denke auch, dass das Meer hier systematisch leer gefischt wird. Man sieht ab und zu Tage, wir sind wirklich extrem viele Boote draußen mit Schleppnetzen. Und ja, ist wirklich wenig mehr da. Auf der Rückfahrt nach Phuket sehen wir sie, die Fischtrawler. Manche kommen von weit her, wie dieser aus Birma. Die Fischer zerstören mit ihren engmaschigen Schleppnetzen großflächig die Korallenriffe. Sie spannen das Netz zwischen zwei Schiffe, erklärt uns unser Bootskapitän, ziehen es über den Grund und holen es dann heraus, voll mit zerbrochenen Korallen und all dem, was sie gefangen haben. Die Nachfrage nach frischem Fisch, der im Hafen von Sha Long ankommt, ist riesig auf Phuket. Der Fang landet in den zahllosen Restaurants der Insel. Was sich nicht verkaufen lässt, der sogenannte Beifang, wird aussortiert und weggeworfen. Man sieht, dass sich im Beifang sehr viele kleine Fische befinden, noch nicht ausgewachsene Fische. Und das sind zugleich Fische, die sich noch nicht vermehren konnten. Die entnimmt man aus dem Ökosystem als Beifang. Und natürlich geht das auch dem Ökosystem ab. Das heißt, die größeren, wirtschaftlich wichtigen Fische haben weniger Nahrung. Und das hat durchaus eine ökologische Bedeutung. Neben der Belastung durch die Abwässer schädigt gerade der intensive Fischfang nicht nur auf Phuket die lebensnotwendigen Korallenriffe. Sogar frisch gefangene Haie finden wir auf dem Fischmarkt. Sie sind vom Aussterben bedroht. Nur noch wenige Exemplare gibt es in den Korallenriffen vor Phuket. Auch hier, in den Auslagen der Fischrestaurants am Karon-Strand, landet der Fang aus dem Hafen von Sha Long. Im großen Stil wird das Meer geplündert. Darüber denken die Touristen, die sich den Fisch schmecken lassen, nicht nach. Doch der Fischfang mit den Schleppnetzen ist nicht das einzige Problem. Bilder von einer Polizeirazzia, die ein örtliches Fernsehteam gedreht hat. Die Beamten haben ein Fischerboot gestoppt und zum Hafen eskortiert. An Bord jede Menge abgeschnittener Korallenstöcke. Und Plastiktüten mit tropischen Fischen, illegal gefangen im Korallenriff. Mit giftigem Cyankali haben die Fischer die Tiere betäubt und dann eingesammelt. Die meisten der farbenprächtigen Fische überleben dies nicht. Den Rest verkaufen die Hintermänner an Zoohandlungen in Europa und Übersee. Detaillierte Bestelllisten beschlagnahmen die Beamten noch an Bord des Fischerbootes. Zigtausende tropischer Fische aus Thailand landen auf diese Weise in den Aquarien von Fischliebhabern. Auch in Deutschland. Wir sind zum staatlichen Marineforschungsinstitut auf Phuket gefahren. Wissenschaftler erforschen hier die Auswirkungen der Überfischung auf die Korallenriffe. Hier weiß man, wie wichtig die Korallen für den Küstenschutz sind. In diesem Institut werden aber auch die Regeln für die Fischindustrie festgelegt. Etwa wo Schutzzonen eingerichtet werden, in denen ein absolutes Fangverbot gilt. Verabredet sind wir mit Nippon Phong Suwan, dem Leiter des Forschungsinstituts. Er ist Offizier der thailändischen Marine, die das Fangverbot zu überwachen hat. I accept that fishing in
Ich weiß, dass die Fischerei in Thailand in einigen Gebieten ein großes Problem ist, sagt er. Überfischung gibt es. Wir haben natürlich Gesetze. Trawler dürfen nicht näher als 3 Kilometer an der Küste fischen. Manche tun es dann illegal, zu nahe am Ufer. Sind strengere Gesetze notwendig? Fragen wir. Oft rede ich mit Fischern darüber, dass wir irgendein Gebiet zu einer neuen Schutzzone machen wollen. Stimmt ihr zu? Frage ich. Und die Fischer sagen, warum noch eine Schutzzone? Wo kann ich Geld verdienen? Wo kann ich fischen? Wirksamer Schutz der Korallenriffe gegen die Zerstörung? Fehlanzeige. Denn die Interessen der Fischindustrie gehen vor. Wir sind weitergefahren, quer über die Phanga Bay. In Krabi besuchen wir das Fisheries Research Center. Hier will man aufklären. In Becken können die Schulkinder die Schönheit der tropischen Fische bewundern. Die Thailänder selbst wissen viel zu wenig über die Bedeutung der Korallenriffe. Khon Pai Boon leitet das Zentrum, das sich vorwiegend aus Spenden finanziert. Für ihn ist wichtig, dass die Besucher den Zusammenhang zwischen gesunden Korallenriffen und dem Schutz der Küste begreifen. Hierher kommen viele Schulkinder, sagt er. Wir können ihnen zeigen, wie das Leben in den Riffen funktioniert, wie das alles zusammenhängt. Ich glaube, was die Umwelteinflüsse betrifft, die Hauptgefahr für die Korallenriffe geht von den Eingriffen durch den Menschen aus. Das sehen wir eindrucksvoll in der Phanga Bay. Eigentlich darf hier in der Nähe der Küste nicht gefischt werden, so will es das Gesetz. Trotzdem finden wir überall auf dem Meeresgrund zerrissene Fischernetze und verwüstete Korallenstöcke. Stück für Stück stirbt das Riff und damit der wichtigste Schutzwall. Dem nächsten Tsunami ist das Land dann wieder schutzlos ausgesetzt. Viele verschiedene Fische finden wir nur noch in der Nähe von Schiffswracks. Hier können die Trawler ihre Schleppnetze nicht über den Meeresgrund ziehen. So wird dieses versunkene Fährschiff zum letzten Refugium für die Bewohner des Korallenriffs. Bilder, die wir nur noch in der Nähe von Wracks auf dem Meeresgrund zu sehen bekommen. Unsere Fahrt geht weiter zu den Phi-Phi-Inseln. 2 Bootsstunden von Phuket entfernt. 2004 zerstörte der Tsunami die kleinen Inseln fast völlig. Der Ausflug zu den Phi-Phi-Inseln gehört heute wieder zum Programm aller großen Reiseveranstalter. Kommen Sie!